Auch das sehr mäßige Wetter der letzten Tage konnte das blau-weiße Fußball Darmstadt nicht abkühlen. Der Saisonstart steht vor der Tür und die Spieler wie auch die Fans sind gleichermaßen heiß darauf, dass es endlich wieder losgeht. Also, geht wieder los. Wie groß ist die Vorfreude vor dem Auftakt, zweite Liga? Ja, super, super Vorfreude. Wir sind alle heiß auf das Spiel jetzt. Ja, wird auch Zeit. Die Vorbereitung war sehr intensiv, sehr lang auch. Ja, und jetzt fiebert man eigentlich nur den Start entgegen auf Samstag. Und wir sind richtig heiß, wir sind gut vorbereitet. Und ja, wir können es kaum erwarten. Ihr werdet überall als Mitaufstiegsfavorit gehandelt. Es ist jedes von der ersten fünf Seiten, wenn irgendwelche Prognosen abgegeben werden. Wie seht ihr euch selbst? Ja, also wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben, was ich gerade schon gesagt habe. Aber wie gesagt, diese Liga ist ausgeglichen. Ich glaube, von Favoritenrolle kann man nicht sprechen. Wir glauben an unsere Stärken, natürlich, aber also meine persönliche Einstellung ist es, von Spiel zu schauen. Und ich glaube, da fahren wir am besten mit. Als erstes steht nun am Samstag der Besuch von Greuther Fürth auf dem Spielplan. Auch die Spielvereinigung hat sich für diese Saison viel vorgenommen und könnte direkt am Saisonauftakt einen guten Gradmesser für die Lilien in der zweiten Liga bilden. Ja, das ist eine richtig gute Mannschaft, die jetzt in der Vorbereitung volle Pressing gespielt hat, wo wir auch nicht überrascht sein müssen, wenn sie das hier machen werden. Also sie haben es gegen Mainz gemacht, eigentlich in jedem Testspiel, und wir erwarten die schon, dass sie hier sehr, sehr frech auftreten und ja, eben auch ins Pressing gehen und uns versucht, unter Druck zu setzen. Thorsten Frings hat sich ja wirklich einen starken Kader zusammengestellt und die Euphorie in Darmstadt ist sicherlich nachzuvollziehen. Dass manch einer jetzt schon vom direkten Wiederaufstieg träumt, bleibt natürlich nicht aus. Träumen ist ja auch erlaubt, also ne, auf jeden Fall. Aber trotzdem, wir sollten demütig sein, wir sollten sehen, wo wir vor 4 Jahren waren. Wir haben einen enormen Rückstand, was finanziell, infrastrukturmäßig angeht, gegenüber fast jeder Mannschaft in der zweiten Liga. Und so schnell holt man das nicht auf. Wir sind aber auf einem guten Weg und machen auch große Schritte. Aber es dauert eben noch, bis wir eben auch dauerhaft konkurrenzfähig sind zu den anderen Mannschaften.